Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Tales of Symphonia Dawn of the New World. Da ja letztens die Aufnahme ein wenig länger wurde, ja, das hängt auch vom Spiel ab. Da konnte ich nicht einfach mal mittendrin abbrechen, nee. Gut, wir sind jetzt von Prosair gerettet worden. Wir haben Brood getroffen, gegen den mussten wir ganz kurz kämpfen, aber das war mir ja so klar, dass wir gegen ihn keine Chance haben. Aber die Stunde kommt noch, dass wir ihn besiegen werden. Ja, Hawk ist jetzt ja tot. Emil hat den in das Messer reingeschoben. Nee, beziehungsweise Brood hat versucht, Emil zu töten. Und dabei hat Emil es so veranlagt, dass er nicht das Messer abbekommt, sondern Hawk. Und Brood meint er nur so, was, warum steht er dann so, was macht er da? Und ach ja, also er hat ihn richtig beleidigt, anstatt irgendwie zu helfen. Nö, er ist nutzlos, also behandle ich ihn mal wie Dreck. So, Prosair hat uns geholfen. Die letzte Charakterin, die wir noch nicht getroffen hatten, die hat uns gerettet vor Alice. Sonst hätten wir bestimmt auch noch was vor der Klatsche bekommen. Ja, und jetzt sind wir bei Altessa, den Zwerg, den ihr auch kennen müsstet. Und sie hat eine eiserne Jungfrau, sowas wie Dex hat. Aber nur der Prototyp, glaube ich, oder das Muster davon. Und das Lustige war, es wird jetzt, hier gibt es Kontrollen, so Mautstellen, so kann man sagen. Ja, und da hat sie einen echt geilen Plan gehabt. Martha in der Eisernen Jungfrau zu verstecken. Und dann auf einmal wollte der Kontrolleur reingucken. Und dann kam der geilste, das geilste ever von Prosair. Trägt mit einem Fluch an, besagen und dann, ja, dann hat der Typ Schiss bekommen. Gut, wir sind hier angekommen, endlich. Dann werden wir gleich mit Altessa reden, aber erstmal gucken wir erstmal hier mit dem Glücksbringer, was damit zu tun hat. Nee, was ist damit? Ach, ihr wisst schon. Ah! Hören wir uns an. So, Prosair, what other sorts of good luck charms have you come up with? Soulmate shackles, hair today, hair tomorrow tonic, fess up ferns, the marry me wand. Hey, Aunt Flora had one of those. Anything else? An outfit that, despite having a bare midriff, never allows your skin to get cold and also protects against enemy attacks. I call it the Lonnie Kyle. Oh, I've heard of that. That was a big hit, but then it faded fast, right? It was a tough sell. Was that everything? There was a mask that hid your face without actually hiding it, but still mysteriously prevented anyone from realizing your real identity. I called it the Judas Mask. Haven't heard of that one. It was stolen while still in development, and the project had to be called off. It was my proudest achievement. A real loss. You came up with all that stuff? You're incredible! Ach, sie ist die Designerin oder diejenige, die das Ganze da, diese komischen Schmuckstücke gemacht hat. Wo sie gerade erzählt haben wohl. Ich habe da auch kein Wort verstanden. Ja, das erinnert mich nämlich an den Glücksbringer, die doch sie gemacht hat, diesen Bären. Und ich glaube, sie redet jetzt erstmal über ihre Stadt Ozette. So you're not from Altamira, right? No, I'm from Ozette. Where exactly is that? It's just on the other side of the Garakia Forest, but only a handful of people live there now. Why is that? The town was destroyed once. The land was never considered very desirable, and the village had a reputation for opposing the Church of Martell, so people have been reluctant to move back. That's terrible. However, my friends are helping out. I know the village will recover someday. Right now, it's in no state for visitors, but I'll give you a tour someday. Yeah, I'd like that. Ja, das wäre mal schön, wieder Ozette zu sehen. Aber es ist noch nicht vorbei, Pfotenballen. Es ist wirklich wieder viel zu viel hier. Mein Gott, ey, dann will man Vorrat kommen. Aber es kommen so viele Plaudereien, das ist unglaublich. Mr. Fairy? Are you referring to me? I am not a fairy. I am a centurion. Okay. Mr. Tenneby? Mr. Tenneby? Well, that's new. Whoa! What are you doing? Why are you grabbing my leg? You have no paw pads. Paw pads? Shall I make some? Wow. Poke, 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 poke.
That tickles. Stop. I beg you. I can't take anymore. Gut, kommt noch was? Ja, das Lustigste ist, Prasair sieht zwar jung aus, aber in Wirklichkeit ist sie, glaube ich, über 20? Ja, und Genius ist ja total verliebt in sie. Aber sie hat es noch nicht gezeigt. Ich meine, sie ist definitiv älter, als man denkt. Ich weiß es jetzt nicht genau, wie alt sie ist. Da müsste man, kann man das irgendwie hier gucken? Nein, so. So. Ach nee, Status war das. Nö. Man kann es nicht lesen. Da müsste man im Internet schauen und dann kann man das genau wissen. Gut, dann gehen wir mal Altessa besuchen. Ist auch... Oh, ein Buffet. Ich will direkt was essen. Wo ist er denn jetzt? Ach, da unten ist er. Das Dienstmädchen scheint wohl nicht da zu sein. Nein. Schade. Oh, ich weiß auch nicht mehr, wie die heißt. Das Dienstmädchen war das... Ja, das war ja so, glaube ich, ein Roboter-ähnliches Mädchen. Oder sowas ähnliches. Na gut, reden wir mal mit ihm. Who is it? It's Persea, from Ozette. Persea, and who's that you've got with you? My name is Emil. I'm Marta. I am Centurion Tenebrae. Pleased to meet you. These are all friends of Regal and Sheena. I see. So what brings you all the way out here? Altamira's been occupied by the Vanguard. What? They've captured Regal. Sheena stayed behind in Altamira to rescue him. Sheena asked me to get these two out of the city and take them to a safe place. So you brought them here? Yes. I am planning on taking them to Mizuho. But I expect the Vanguard to be on high alert right now, so... I see. Well, you may stay here as long as you like. Thank you. Now, what's all that commotion outside? It could be the Vanguard. Let's go and see. Ja, warum soll ich jetzt nachsehen, wenn wieder... Ist ja unlogisch manchmal, anstatt Altessa selbst nachseht. Okay, machen wir das halt. Wenn sie was auf Fresse wollen, bitteschön. Sir, it's the same Iron Maiden from before. All right then, search this house! Oh, Magna. Magnar? Why is he here? Isn't he with the Church of Martell? It seems he was only pretending to be a Martell knight. The incidents in Lewin and Palma Costa were most likely part of an elaborate Vanguard scheme to cast blame on the Church of Martell. Marta, did you know Magnar was with the Vanguard? I had no idea. Prasea? We can't stay here. We're putting Altessa in danger. Yes, that's true. I'm going too. Ja, dann gehen wir raus und stellen uns Magna. Lady Marta! So, you've finally given up. Excellent. Now you can return to your father in the Vanguard. I won't allow that to happen. I intend to keep my promise to Sheena. What? A child like you is going to stop me? You'll regret meddling in the affairs of the Vanguard. Nein, sie ist älter als du denkst, Magna. Now die quickly! Okay, jetzt sind wir in Rutherford-Modus? So, was für ein Level hat der denn? 40? 45? Oh,
Zack. Zack, 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 zack. Wie viel Leben hat er denn? 15.000? Ja, wenn ich Glück habe. So, als erstes machen wir das mal zu. Nein. KP. Shit. Objekt. Trank des Lebens. Habe ich nur noch 2 Stück. Kopf. Zack. Strahlengebrüll. Fertig. Erstmal die kleinen Vanguard-Leute mal. Ja. Beseitigen. Damit geht das schneller. So, jetzt haben wir unsere Sachen sogar noch. 10.000. Naja. Das reicht, glaube ich, nicht auf. Aber gut. Aber ihre davon möchte ich auch noch sehen. Oh, das war gut, ja. So, komm. So, erstmal die Art ist mal doppelte Strafe, steigende Strafe. Punishing Beast ist stark. Devastation. Warum bist du auf? Was mache ich denn da? Das war jetzt nicht mein Plan. Warte. So. Erstmal Automatik machen damit. So. Oh, Rot. Ich muss rot werden. Warte, ich bin doch. Willst du mich verarschen? So, Halbautomatik bitte. So. Sie greifen alleine an. Wir haben es gleich geschafft. Ich bin ihre. Aber bisher braucht ziemlich lange, um anzugreifen. Komm. So, und jetzt. Yes! Rote Verwüstung. Ja, nett. So. Oh, Corsair darf nicht sterben. Automatisch, alles klar. Ich hab doch gesagt, sie sollen nicht sterben. Na komm, hol sie wieder. Was machst du da? Einmal wiederbeleben. Wer, du machst irgendwas. Komm her! Naja, sie kriegt eh keine Chance mehr aus, von daher. Okay, Martha ist jetzt nicht so schlimm, weil sie hat eh genug. So, komm, Galeni, was machst du da? Du hast doch noch. Ach so. Nein. Ich will hier nicht drauf gehen. Noch nicht. Komm, Galenit, mach was. Nein. Nicht viel. Der hat nicht mehr viel, Komm. Und jetzt. Erste Bewegung. Komm, das kriegen wir hin. Eisregen, 3000 Schaden. Müsste reichen. Immer noch nicht. Shit. KP. So. Wie viel hat er denn noch?
4000 noch. Oh, Scheiße. Ach du Junge. Komm. So, Ananas. So, damit du irgendwas machen kannst. Du hast noch genug Leben, geh doch mal auf ihn. Mach mal was, Galenit. Dafür bist du da. Na, schlag zu. Dieser Wasser hält sich an. Oh, mach was. Der hält sich immer so mit fast 800. So, ich hol jetzt. Versuch das einfach mal. Ich brauch mehr Schaden. Komm. Wir brauchen. Wenn wir was Rotes haben, dann ist das alles kein Problem. Aber wir kriegen ihn schon da. Zack. So. Mischgummi. Ein spannender Kampf. So, komm her. Wir haben es fast. Jetzt haben wir es. Puh. Gut. 13.700, ob das nicht zu viel war für uns. Ich werde sehen. Aber Galenit ist schon auf 71. Wow. Geile Scheiße. Mein Gott, haben wir gerade viel Geld bekommen. 29.700, fast 30.000. Okay, Klasse wechseln, das ist cool. Geil. Why did the Vanguard invade Altamira? What are they trying to do? Even if you knew, there's nothing you could do to stop it. Just tell me. Commander Brute is planning to announce the revival of the Silverat dynasty in Altamira. So what? The Tethaala's royal army will just go and crush them, and that's the end of that. Unfortunately, I don't think that's likely to happen in Altamira. The Lezzareno Company's headquarters are located there. They'd have more than enough food and supplies to hold out for a long time. That's right. And our supporters are staging revolts around the world as we speak. That should keep the Royal Army's hands full. Then, once we have Ratatosk's core, we'll use the Mana Cannon to give the Tethaalans the divine punishment they deserve. But why? What will that accomplish? It's the only way the Silveranti will be able to win against Tethaala's advanced civilization. We can't let our people be persecuted like half-elves. The Vanguard sure is a troublesome lot. We should head for Mizuho as soon as we can. We'll be safe there. Yes. You've still got Ratatosk's core. The most important thing you can do right now is run. I understand. But what about Regal? I'm sure my friends will sort things out. Friends. Altessa, you should leave here as well. It's not safe. You don't need to worry about me. That Magnar fellow's still got some life left in him. I think I'll tie him up and keep an eye on him. But you'd best hurry to Mizuho as soon as you can. Yes. Okay. Wo ist denn das jetzt so? Meine Güte. Ich wollte jetzt mal nachgucken, wo sich das nächste Rezept befindet. Da wollte ich sogar noch eine Kätzchen machen. Da habe ich das Ganze. Mizuho. Doch, da war doch noch was, genau. Ich wusste noch, dass da was war. Wegen rezeptmäßig.
Okay, ich guck gerade jetzt mal. Es sind nur noch 3 Rezepte, die wir noch kriegen können. Dann sind wir fertig, dann haben wir alle Rezepte. Es sind insgesamt 15 Stück. Gut. Nächster Ziel ist dann halt Misehoe.